Das Besondere des Projekts ist sein Langzeitcharakter. Wir haben 2008 ein Sample von 25 Haushalten, Paarhaushalten zusammengestellt, verschiedener Altersgruppen, verschiedener Bildungsgruppen, unterschiedlicher Berufe und Konstellationen. Und die haben wir 2008 zum ersten Mal interviewt und dann 2011 und 2013 wieder besucht, zwischendurch noch schriftlich befragt. Das bedeutet, wir haben dieselben Haushalte über eine ganze Weile begleitet und können auf diese Weise auch den Wandel untersuchen. Also wie hat sich Mediennutzung verändert? Was hat das bewirkt und so weiter? Andere Projekte erheben meistens eben nur zu einem Zeitpunkt, die Situation zu einem Zeitpunkt. Eine weitere Besonderheit ist die ethnografische Ausrichtung des Projekts. Das heißt, dass wir versuchen, dicht an den Alltag der Menschen zu kommen. Deswegen besuchen wir die Menschen zu Hause, bestellen sie nicht in ein Labor oder ähnliches, sondern fahren zu ihnen nach Hause, machen im heimischen Wohn- oder Esszimmer die Interviews, machen Fotos der Medien und der Einrichtungen, um zu erheben, wie wirklich dieses Medienhandeln mit Alltag verbunden ist.